Am 19. November 2022 gibt es eine bundesweite Demonstration in Dortmund gegen rassistische und ableistische Polizeigewalt. Insbesondere geht es um Mohamed Lamin Dramé, der am 8. August von der Polizei Dortmund getötet wurde. Mohamed, der erst 4 Monate zuvor aus Senegal nach Deutschland geflüchtet war, befand sich in einer psychischen Krise. Die Betreuerinnen seiner Wohngruppe fürchteten, dass er sich selbst verletzen könnte und riefen deshalb die Polizei. Obwohl keine Gefahr für Dritte von Mohamed ausging, griffen in die Polizei unmittelbar nach ihrer Ankunft mit Pfefferspray, Taser und einer Maschinenpistole an. Dies ist kein Einzelfall. Menschen in psychischen Ausnahmezuständen und geflüchtete Menschen sind mit am meisten bedroht, von der Polizei getötet zu werden. Ja, ich bin William und wir organisieren diese Mannwache, um Mohamed Lamin Dramé anzudenken. Das machen wir einmal monatlich ab jetzt. Früher haben wir das einmal die Woche gemacht. Es ist wichtig für uns, einfach uns ihn zu erinnern an sein Leben, an seine Familie. Und uns auch daran zu erinnern hier, dass es mehrere hunderte oder sogar tausende Mohamed Lamin Dramé gibt. Viele junge Menschen, viele Menschen, die Hilfe brauchen und die leider auf diese brutale Art und Weise in unserer Städte hier in Deutschland oder in Europa allgemein wirklich behandelt werden oder sogar getötet werden. Ja, dies ist der Grund, warum wir uns jeden Montag treffen und auch um zu schauen, wie wir solche Familien wie der Familie von Mohamed helfen können, unterstützen können. Und wie gesagt, ist dies kein Einzelfall. Allein in den letzten Monaten häufen sich die Fälle von tödlicher, ableistischer und rassistischer Polizeigewalt, wie der Fall von Kupa Ilonga Mitard Mutombo, der am 14. September in einem Heim für psychisch Kranke in Berlin-Spandau von der Polizei ermordet wurde, nur weil er seine Medikamente nicht nehmen wollte. Ich kann euch zum Beispiel von einer Geschichte erzählen. Da ist eine ganze Familie, einer ganzen Familie etwas Ähnliches passiert. Da hat sich irgendein Nachbar darüber beschwert, dass der schwerbehinderte Bruder seine Behinderung nicht im Griff hatte und hat die Cops gerufen. Und weil die Cops einfach die sich um die Sicherheit kümmern sollen, nicht für Ausnahmesituationen ausgebildet sind, sind sie dann einfach hingegangen und haben den schwerbehinderten Jungen einfach verprügelt. In seinem eigenen Haus. Und ich schätze, der Grund, deswegen sie ihn verprügelt haben und ihn nicht einfach direkt erschossen haben, ist dann sein Glück, dass er noch weiß war. Weil, wie wir sehen, wahrscheinlich, wenn er nicht weiß gewesen wäre, hätten sie auch von der Waffe Gebrauch gemacht. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich euch jetzt erst darüber aufklären muss, wie eng die Verbindung von Rassismus und Ableismus ist und was beide gemeinsam haben, dass Menschen einfach aufgrund von Merkmalen, Fähigkeiten und sowas abgesprochen werden. Aber ich wollte euch einfach darauf hinweisen, so ein Anfallsleiden zum Beispiel, das kann euch alle erwischen. Ihr könnt alle irgendwas, die falschen Drogen nehmen, die falsch gestreckt sind. Ihr könnt alle einmal scheiße hinfallen und euch richtig fest in den Kopf wehtun. Und sobald ihr dieses Anfallsleiden habt und sobald ihr euch anders benehmt und nicht mehr des Standardmenschen entspricht, dann wird es euch passieren, dass die Leute, die angeblich für unser aller Sicherheit zuständig sind, aber irgendwie nur darauf ausgebildet werden, den Standardmenschen zu bewachen, dann wird es vorkommen, dass ihr auf einmal von diesen Leuten, die für die Sicherheit sorgen sollen, als Feind betrachtet werdet.
ich würde gerne nochmal eine Message an alle Menschen, an Polizisten und Nicht-Polizistinnen geben. Man muss seine Wut nach so einem Vorfall zeigen. Warum? Weil es einfach schmerzt. Es tut weh und es macht Angst. Man sorgt sich für seine Familie, für seine Neffen, für seine jüngere Schwestern und fragt sich, ob sie nicht irgendwann mal auch sowas erleiden müssen. Und dazu wollen wir wollen Nein sagen. Es darf nicht sein. Es darf nicht sein. Und Wut bedeutet nicht Hass. Mhm. Wut bedeutet einfach, dass man dafür kämpfen wird, dass es eine gerechtere und faire Gesellschaft gibt, wo jeder Mensch, egal in welchem Zustand, nicht ermorden werden oder erschossen werden muss. Das ist das, was wir wollen, dass die Polizei endlich zugibt, dass sie in ihrer Institution sehr unmenschliche und ungerechte Methoden, Vorgehensweisen haben, dass es abgeschafft werden muss. Es gibt 1000 Mohammeds. Komm zur Demo um 13.30 Uhr am Samstag, 19. November 2022 in Dortmund an der Katharinentreppe, Hauptbahnhof.